Leute, willkommen zu einem weiteren X-Defined Video. In diesem Video möchte ich euch alle 24 spielbaren Waffen vorstellen, die wir zum Launch von X-Defined bekommen bzw. haben. Wir müssen natürlich Stück für Stück alle Waffen freischalten. Sie sind nicht sofort alle spielbar, wer die Beta nicht gespielt hat. Das Geile an der Beta war, wir konnten einmal alle Waffen testen. Das heißt einmal, wir konnten sie natürlich ständig testen. Sie waren alle freigeschaltet mit sämtlichen Aufsätzen, sodass wir uns schon mal ein Bild machen konnten. Wie fühlen sich die Waffen an? Wie fühlen sich die Waffen mit den Aufsätzen an und so weiter? Und natürlich gibt es wieder einen Grund zu grinden, weil wir die Waffen nacheinander freischalten müssen. Was eine coole Sache ist, es sind 24 Waffen an der Zahl, 7 Waffengattungen. Ein Kuriosum, vielleicht kann es einer aufdecken. Auf sämtlichen Seiten, die ich so durchstöbert habe, ich habe irgendwann aufgehört, schreiben alle 24 Waffen und zählen aber nur 23 auf. Ein bisschen kurios, es gibt nur eine Seite, wo ich eine 24. Waffe aus der Pistolengattung gefunden habe und die nennt sich einfach nur 5.7. Ich habe leider kein Bild. Ich habe zwar ein bisschen was an Bildern gefunden. Das ist aber alles andere als irgendwie zuverlässig. Deswegen lasse ich hier einfach das Bild weg. Also merkt euch in der Pistolengattung, mit der ich auch gleich anfangen werde, die 5.7. Ich gehe auch nicht auf Stats ein. Das gehört vielleicht zu einem anderen Video. Aber ich möchte euch einfach erstmal zeigen, welche bekannten, vor allen Dingen sehr, sehr bekannten Waffen wir vielleicht aus The Division kennen oder aus dem COD-Universum. X-Defined hat die vollen Lizenzen der Waffennamen und das ist das nächste, was ich richtig geil finde. Dieses lächerliche Lachmann hier und Lachmann da aus dem letzten COD, eine absolute Vollkatastrophe, und wer die ganzen Optiken der ganzen Waffen nicht so richtig im Kopf hatte, der wusste so gar nicht richtig, mit welcher Waffe er da eigentlich zockt, die er vielleicht aus einem Black Ops Teil oder so geliebt hat und überlegt sich so, welche Waffe ist jetzt eigentlich die geilste, ich kann mit den Namen nichts anfangen. Fand ich sehr, sehr schade, dass da die Lizenzen einfach nicht da waren. Und bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, fangen wir mit den Pistolen einfach mal an. Die M9. Es sind nicht die Originalbilder aus dem X-Defined-Universum, ganz, ganz wichtig. Ich habe sie mir einfach so aus dem Netz gezogen, damit ihr ungefähr ein Bild habt, und es wird natürlich auch hier Waffenskins wahrscheinlich geben. Ein bisschen was an Geld muss ja fließen. Also die M9 ist die erste Pistole von den 7 Waffengattungen insgesamt. Die Pistolen übrigens mit den meisten Waffen zum Start. Dann haben wir die Magnum 686. Die wird richtig Aua machen. Die M1911 wäre die nächste Handfeuerwaffe. Dann haben wir aus der Division zum Beispiel die D50. Und dann haben wir als allerletztes aus der Pistolengattung die 93R. Mit einem wahrscheinlich sehr, sehr großen Magazin. Und wie gesagt, die 5.7 ist theoretisch die 6. Pistole und somit die fehlende 24. Waffe, was wirklich ein bisschen kurios ist, dass ich da nicht so richtig vorangekommen bin. Wir haben als nächstes die Sniper-Gattung, die M44, ebenfalls aus der Division bekannt. Die Tech-50 kennt man auch aus verschiedenen Shootern. Als nächstes haben wir die MK20 SSR Marksman Rifle. Das ist jetzt quasi die Marksman-Gattung. 2 Marksman-Waffen an der Zahl gibt es. Sieht ein bisschen aus wie die ACR 6.8 aus Modern Warfare 3, wie ich finde. Das alte Modern Warfare 3, nicht das neue, was jetzt demnächst kommt. Ganz wichtig. Und die SVD oder auch Dragunov. Na, jetzt kommt's Bild. Sieht schon echt massiv aus. Wir kommen zu den LMGs, dürfte das jetzt sein? Genau, das LMG M249, ein absolutes massives Gerät. Dann haben wir das LMG RPK-74. Sieht für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aus absolut nicht aus wie ein LMG. Und ich kann mich erinnern, dass in dem letzten COD-Teil die RPK ein absolutes Biest war, weil es einfach gefühlt unendlich Munition waren und die echt gut zu handeln war. Sieht ein bisschen aus wie die AK-47, wie ich finde. Dann haben wir die M60. Das ist auch ein LMG, hatten wir. Oh ja, es waren 3 LMGs tatsächlich. Die M60 ist dieses LMG. Dann haben wir, jetzt kommen wir zu den Shotguns. Die Shotguns dürften 2 sein. Wir haben einmal die M870, nee, es sind drei. Die 870 ist diese, dann haben wir eine Double Barrel, quasi eine doppelläufige Shotgun. Und die wohl hässlichste Waffe, seit es Shootern gibt, die A12. Die sieht so dämlich aus. Aber
Die habe ich auch, ich glaube, die habe ich auch mal in irgendeinem COD-Teil gesehen. Ich kann mich aber nicht so richtig dran erinnern. So, jetzt kommen wir eigentlich zu meinen Lieblingswaffen mitunter, die LMGs und die Assault Rifles. Das sind so meine Waffengattungen, mit denen ich am liebsten spiele. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben. Welches ist eure Lieblingswaffengattung aus den 24 Waffen? Was denkt ihr, welche klingt für euch am geilsten oder welche Waffe wünscht ihr euch noch? Denn ihr habt bestimmt meine letzten Videos hoffentlich verfolgt. In jeder Season 3 neue Waffen. Das heißt, im ersten Jahr bekommen wir schon 12 neue Waffen, 12 neue Maps. Es wird quasi ein verdammter Spaß werden. Die MP5A2 ist die erste MP. Auch eine sehr geile COD-Waffe, früher sehr, sehr stark. Dann haben wir eine sehr legendäre Waffe, auch aus dem COD oder The Division-Universum, die Vector 45 ACP. Richtig geiles Ding, geiler Sound und wahrscheinlich die mitunter legendärste MP, die, ach, warte mal, Moment, ich habe hier irgendwo noch ein Bild offen, ich trottel, die P90 mit dem wahrscheinlich größten Magazin in den MPs. Ich glaube, standardmäßig hatte ich schon 50 Schuss und ich glaube, diese MP muss ich nicht weiter betiteln. Das ist wahrscheinlich die legendärste MP überhaupt, die MP7. Leute, richtig geil. Wobei ich hier das Visier bei XDefiant nicht ganz so geil finde wie in COD. Aber es geht ja jetzt hier eigentlich nicht darum, irgendwie zu vergleichen, wie welche Waffe wo aussieht. So, kommen wir zu den Assault Rifles. Die M4A1 kennen wir auch aus verschiedenen Shootern. Sehr legendäres Gewehr und das muss ich ebenfalls nicht betiteln. Eine schöne goldene AK-47. Die spielt sich auch in XDefiant ultra, ultra stark und viele größere Streamer, bekannte Streamer haben die sehr viel gespielt. Die war tatsächlich extrem krass und glaube ich einer mitunter der stärksten Waffen im gesamten Spiel. Ob das jetzt zum Release von XDefiant, wenn es dann hoffentlich bald soweit ist, was ihr bei mir übrigens erfahren werdet, ob die dann ein bisschen am Balancing gearbeitet haben, das werden wir dann sehen. Gibt sicherlich auch Patch Notes. Die M16A4, ein weiteres legendäres Gewehr, was man aus verschiedenen Shootern kennt. Und mein absoluter Favorit aus einem meiner, wenn nicht sogar meinem absoluten Lieblingsshooter bis heute aus Call of Duty Modern Warfare 3, dem alten Teil, die ACR 6.8. Ich habe sie in XDefiant auch getestet, ich habe es gelesen, dachte mir, wow, endlich mal ein Spiel, wo die dabei ist, geil. Fühlt sich leider nicht ganz so geil an, auch nicht vom Sound. Vielleicht habe ich es auch einfach zu lange nicht gespielt, den Originaltitel MW3, aber die ACR 6.8 ist ein verdammtes Must-Have und ich freue mich, dass diese Waffe dabei ist. Ladies and Gentlemen, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Hoffe, dass ihr natürlich zukünftig weiterhin in Sachen XDefiant am Start bleibt, meinen Content guckt, auch wenn es nicht Apex Legends standardmäßig ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich hier auch unterstützt und wie gesagt, zukünftig wird es in XDefiant natürlich auch Livestreams von mir geben, sodass ich hoffentlich viele, viele Stammzuschauer früher und hoffentlich auch in der Zukunft aus Apex Legends weiterhin begrüßen darf und wir eine Menge Spaß haben. Nicht nur, wenn ihr mir zuguckt, sondern auch Community Games und so weiter. Wäre eine richtig fette Sache. Und ich hoffe natürlich trotzdem, dass Apex Legends nicht stirbt. Aber ihr bekommt gerade selber mit, es gibt wenig, wenig Content, weil es eine absolute Content-Flaute gibt, was mich selber ein bisschen ärgert. Aber ich kann mich auf was Neues konzentrieren, was auch eine richtig coole Sache ist. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und dass ihr einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Adieu.